Herzlich willkommen zu Folge 28 von The Banner Saga 2. Ich bin wieder ein Simon und es freut mich, dass du eingeschaltet hast. Freut mich sehr. So. Okay, wir sind hier in der Höhle und wir können hier rasten. Moment, habe ich beim letzten Mal geschlafen? Nein. Ich habe mir nämlich überlegt, noch nach dem letzten Aufnahme, ob ich nochmal einen Tag schlafen soll an der Stelle. Aber wir machen jetzt auf jeden Fall erstmal die Gespräche. Der Speerträger ist allein erstarrt in die Tiefe der Höhlen. Volker fragt oder sagt, wenn du in einen diesen Tunnel hinabsteigst, werden wir dir nicht folgen. Buck antwortet nicht. Volker sagt, er hat keine Lust zu reden, ich mag ihn jetzt schon. Du weißt, was das Schlimmste daran ist? Egal, ich kann ihn nicht leiden. Schlimmste woran? Das Schlimmste woran? Von allem, dieser Welt, diesem Leben, wenn man das überhaupt so nennen kann, es ist die Stille. Du wirfst Volker einen Blick zu. Er hat nicht neben Uli geschlafen. Der Mann macht alle möglichen komischen Geräusche. Das ist nur Krach. Es gibt eine Stille der Einsamkeit. Volker zieht scharf die Luft ein. Er hat sie an einem wunden Punkt getroffen. Vielleicht machen es diese Tunnel und Höhlen noch schlimmer. Wir haben oft den ganzen Tag geredet, wir haben gelacht. Warst du schon wieder von deinem verdammten Speer, fragt Bollwerk. Buck dreht sich um, er starrt dich mit Augen an, in denen sich der Wahnsinn ankündigt. Lofen hilft, wo sie kann, aber nein. Da war noch eine andere. Das ist jetzt ein endloser Abgrund in ihrer Gestalt. Und wenn ich ihn nicht länger mit Trinken und Arbeiten auffülle, er geht, ohne seine Gedanken zu Ende gebracht zu haben. Behalt ihn im Auge. Ich bin hier der Einzige, der das Recht hat, Amok zu laufen. Ja, aber er ist wahrscheinlich trotzdem noch stärker als du, Bollwerk. Weiß ich jetzt nicht auswendig. Er ist nicht verrückt, er ist einsam. Wer immer sie war, er kann sie einfach nicht vergessen. Beneide sie. Ich wünschte, jemand würde dasselbe für mich empfinden. Du schüttelst den Kopf, schnaubst, gehst weg, verdammte Menschen. Uns schauen wir uns danach an. Jetzt das Gespräch. Der junge Magier steht hoch aufgerichtet und stolz da, während du auf ihn zugehst. Bollwerk, ich habe darüber nach nun mich gefragt, was man tun muss, um ein Rabe zu werden. Ich habe noch nie gehört, dass man einen Test bestehen muss, um aufgenommen zu werden. Gibt es einen Test? Was kümmert es dich? Bist du nicht Safas Lakai? Nun, ein Lehrling ja. Ich bin ein voll ausgebildeter Magier, der ein Valkar werden will. Ein Teil unseres Trainings erfordert Welterfahrenheit. Könntest du nicht mit einem Hufschmied oder so arbeiten? Nichols blickt sie zornig an. Interessiert mich tatsächlich und ich hoffe, nein zu hören. Würdest du jemanden für Geld töten? Töten für... Der Magier wird ein bisschen blass. Ich meine, ich dachte, wenn das die Aufgabe wäre...
Holger kommt dazu und legt eine Hand auf eine von Nigels nun herabgesunkenen Schultern. Die meisten unserer Taten schaffen es nicht in die Lieder der Skalden. Ich glaube, darüber muss ich noch ein bisschen länger nachdenken. Gib uns in Manaha Bescheid, sagt Bollwerk. Nichols nickt, als du davon gehst. So, und was hat es jetzt mit diesen Pools auf sich? Für die Erbauer war dies ein heiliger Ort, sagt die Valka und geht um die perfekt kreisförmigen Teiche herum. Zumindest glauben wir das. Der oberste Teich sollte von den Taten eines Menschen erzählen, am mittleren sollte man um Stärke bitten können und der unterste gewährte Einblick in die Zukunft. Sie zögert, bevor sie sagt: Ich habe nie etwas anderes getan, als ihre Inschriften zu studieren. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, in die Vergangenheit einzutauchen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Bollwerk Stärke möchte. Am untersten Teich in die Zukunft blicken. Zwei oder drei. Ich glaube, dass wir halt wirklich Stärke gebrauchen könnten. Ne? Deswegen nehme ich, glaube ich, den zweiten Punkt. Du ignorierst den friedvollen Anblick dieser alten Höhlenstadt, stolperst weiter zum mittleren Teich und tauchst beide Hände ins Wasser. Das Wasser wird blutrot, aber das hält dich nicht davon ab, es zu trinken. Sofort durchzucken Bilder des Krieges, dein Geist, Schwerter, die Kettenpanzer durchschlagen, Pfeile, die sich durch Leder bohren und zerberstende Steine. Du öffnest die Augen, du keuchst, alle drei Teige sind nun dunkel. Du fühlst dich, als hättest du gekämpft und gelernt. Manche Raben berichten von einem gestärkten Gemeinschaftsgefühl in der Schlacht. Ich sollte nach den anderen sehen, denkst du. Vielleicht können sie sich eine Reim auf all das machen. Okay, wir können jetzt quasi eher aufsteigen. Okay, schade. Wie raste ich einen Tag? Ich glaube, wir rasten noch einen Tag. Dann können wir die Gruppe, wie wir sie aktuell haben, fast nutzen. Und wir schauen noch mal, ob wir noch ein bisschen weiterkommen. Problem ist, ich habe heute eigentlich nur Zeit für diese eine Folge aufzunehmen. Also ich kann jetzt nicht nur eine Schlacht beginnen. Ein Kundschafter eilt herbei. Da unten gibt es Gold. Freudige Erregung steigt in dir und den anderen hoch. Eine Ader, so dick wie mein Bein. Gleich da drüben. Nun, gleich um die Ecke. Der Mann sieht verwirrt nach links und rechts. Verdammt, ich habe die Orientierung verloren. In Einschüchtern würde tatsächlich den letzten Punkt nehmen. Weil wir haben ja herausgefunden, dass von den Wegabkommen nicht besonders gut ist für unsere Clanmitglieder. Es sind keine Vorräte, mit denen wir länger durchhalten können. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht irgendwie Ansehen gibt. Oder dass wir einen Gegenstand finden, den wir ausrüsten können. Aber ich glaube, ich werde versuchen, möglichst schnell nach Manaha zu kommen. Vielleicht nicht für dich, sagt ein dürrer Mann. Nicht alle von uns haben einen Ruf wie der deine. Den ich nach wie vor nicht verstehe. Weil er für mich
gefühlt der schwächste Wal ist, den wir in dem Spiel bisher gespielt haben. Man braucht eben Geld für gewisse Dinge in der Stadt. Andere stimmen zu, während du die Karawane zum Weitergehen anhältst. Später berichtet man hier, dass Leute vermisst werden. Das Geld wird ihnen hier unten sicher groß Nutzen bringen, sagst du. Unsere Clanmitglieder beuten halt richtig viel, das ist richtig gut. Du hältst inne, wendest den Kopf und horchst angestrengt. Was ist das für ein Geräusch? Fragst du Volker. Sie zuckt nur mit den Schultern. Es ist ganz leise, sagst du, aber irgendwie rhythmisch. Sie lauscht einen Moment lang und zuckt dann wieder mit den Schultern. Vielleicht erträgst du es einfach nicht mehr, mit uns in diesem Tunnel eingepfercht zu sein, sagt sie und betrachtet die riesigen Gerippe vor euch. Kannst du dir vorstellen, von welchem Wesen diese Knochen stammen mögen? Sie dreht sich um und sieht, dass du auf die Knie gesunken bist und wieder deinen Kopf umklammerst. Hat jetzt wieder eine Traumvision? Hoch mit dir, komm schon. Du blinzelst angeschränkt, aber alles ist dunkel. Ein violetter Schimmer fällt auf die Haut von jemandem, der neben dir steht. Du knusst und ziehst blitzschnell Klaue und Fang. Hast du den Verstand verloren, flüstert Volker. Hör auf, dich wie ein Narr zu benehmen und steck deine Äxte weg. Du versuchst tief durchzuatmen, während du dich umsiehst. Es ist wieder derselbe verdammte Raum, sagst du. Der mit dem Turm, etwas klarer diesmal. Aber meine Hände? Zephyr nähert sich. Ist alles in Ordnung? Du siehst so, schneidest ihr das Wort ab. Es ist alles bestens, Volker. Sie mustert dein Gesicht. Dann das von Volker schließlich, sagt sie. Dann sollten wir weitergehen. Gefahr liegt in der Luft. Du gehst wortlos an ihr vorbei. Aber jetzt der Hintergrund tatsächlich ziemlich laut. Wir machen hier das Lager. Wir haben geschlafen einmal. Und dass wir eine gute hervorragende Moral sogar haben. Ist die ganze Gruppe wieder fit? Würde mich jetzt tatsächlich interessieren. Er hat halt wirklich. Er hat gleich viel Stärke, okay. Gruppe können wir komplett einsetzen. Jetzt. Okay. Und ich würde an der Stelle diese Folge beenden. Vielen, vielen Dank fürs mit dabei sein, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal, haut rein. Ciao, ciao.